Serienmörder terrorisiert die verschlafenen Straßen Silent. Dieses Bild einer Glocke, eine Visitenkarte, deren Bedeutung sich die Polizei die Bedeutung des Glockensymbols bleibt ebenfalls ein Rätsel. Als Sprecher des Salem Police Department drückte uns... Jede, der über Hinweise verfügt, wird gebeten, die anonyme Polizeihotline anzurufen. Diese primitive Zeichnung einer Glocke wurde in den letzten Wochen an Tatorten... Es gibt keine Verbindung zwischen den Opfern. Das ist also die Bedeutung einer Glocke. Das heißt, es gibt keine Hinweise? Keinerlei Hinweise? Wenn du auf der Straße aufwächst, glaubst du, du seist unbesiegbar. Nichts kann dir was anhaben. Du verlierst nie wirklich. Dann willst du nur einen Spinner verhaften und stellst fest, dass du gar nicht so unbesiegbar bist. Was ist denn Ronan für ein Name? Das Kind hat mein Portemonnaie geklaut! Jetzt ist es offiziell. Das tut weh! Wer mein Auto klaut, der bezahlt dafür! Ronan O'Connor, wir verhaften Sie wegen des Angriffs auf Vincent Coulthier. Schuldig befunden des zweifachen Autodiebstahls. Angeklagt des Einbruchs. Des schweren Diebstahls und des Angriffs mit einer Waffe. Lass mich das machen. Ich kann meine Schwester ja nicht irgendeinen Penner heiraten lassen. Ich will. Natürlich will ich. Nein. Nein, Julia. Bleib bei mir, hörst du? Julia. Nein, bleib bei mir. Bleib bei mir. Deine Familie hat sich mit ihren Verbrechen geschmückt. Und jetzt glaubst du, dein neues Abzeichen macht alles wieder gut? Schissener Krimineller! Mach mal halblang, Mann. Okay? Verrückt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist lebensmüde. Umdrehen. Sie sind verhaftet. Das Recht zu schweigen. Jeder Kopf, den du aus dem Fenster wirfst, wird dich jagen und dir in den Arsch treten. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich bin's wieder, euer Okir, und wir zocken jetzt hier zusammen Murdered. Und unsere erste Aufgabe, wir sollen gehen. Nutze L, um vorwärts zu gehen. Und zwar wollen wir zu dem Typen da wahrscheinlich hoch, der uns gerade aus dem Fenster unsanft geschmissen hat. Das können wir ja nicht so auf uns sitzen lassen. Dass wir das überlebt haben, ist echt ein Wunder. Wenn wir hier nicht mal die Treppen hochschaffen. Naja, wird anscheinend noch ein weiter Weg bis nach da oben sein. So. Wir haben die Tür erstmal erreicht. Das ist schon mal ein guter Anfang. Viereck öffnen. Verdammt abgeschlossen. Öffnen, nutze L, um nach der Tür zu greifen. Ja, krieg mal's hin. Und öffnen. Der Griff bewegt sich nicht mal, er klemmt. Oh. Aufgepasst, oh Lady. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Benutze L, um nach deinem Gesicht zu greifen. Anscheinend haben wir es doch nicht überlebt. Ist jetzt nur so eine Vermutung. Berühren. Oder doch? Ich lebe noch. Ich habe noch eine Chance. Wenn ich in meinen Körper zurückkehre, dann vielleicht wache ich ja auf.
Na, dann probieren wir es mal. Zurück in deinen Körper. Benutze L und R, um deinen Körper auszurichten. Okay, machen wir erstmal den linken Fuß, das haben wir. So, jetzt die rechte Hand. Jetzt Hand hinlegen. Sehr gut. So, jetzt machst du dir bequem. Kopf nach hinten. Noch ein bisschen das Näschen nach rechts. So. Komm schon. Jemand muss das Glas splittern gehört haben. Nein. Komm schon. Scheiße. Okay, das war es dann wohl doch. Neues Ziel, geh auf das Licht zu. Kamera, benutze er, um die Kamera zu justieren. Ronan? Wer redet denn da mit uns? Da steht doch jemand, oder? Sauron. Entschuldigung. War jetzt unpassend, natürlich. Aber es ist ziemlich krass, dabei zuzugucken und nichts machen zu können, wenn man da mordet. Oh. Naja. Ronan? Ich kann nicht glauben, dass ich dich gefunden habe. Oh mein Gott. Julia. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Du siehst gut aus. Tja, geht so. Gott, habe ich dich vermisst. Ich würde alles geben, dort bei dir zu sein. Wieder mit dir zusammen zu sein. Aber... Was? Nein. Oh nein, 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 nicht schon wieder, nicht du. Wenn du nicht hier bist, wo dann? Auf der anderen Seite der Brücke. Brücke? Was? Welche Brücke? Bist jetzt in einem Gefängnis. Oder auf einer Brücke. Kommt darauf an, wie du es siehst. Jedenfalls bist du dort nicht sicher. Hörst du mich? Wir müssen dich über die Brücke bringen. Du musst weiterziehen. Weiterziehen? Dahin, wo du bist? Sorg dich nicht um mich. Etwas in deinem Leben ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben nicht viel Zeit. Denk nach. Was in deinem Leben ist ungeklärt? Ich weiß es nicht. Finde es raus. Jetzt geh. Nein, Julia, beim letzten Mal war ich am Boden zerstört. Bitte verlass mich nicht nochmal. Wir sehen uns wieder, Liebste. Aber jetzt rette dich selbst. Nein. Julia! 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 Verdammt! Hallo? Da liegt ein Mann auf der Straße vor dem Regal Apartments. Er wurde angeschossen. Schicken Sie einen Krankenwagen. Er atmet nicht. Mein Freund sagt, er atmet nicht. Ich fühle keinen Puls. Hier ist überall zerbrochenes Glas und jede Menge Blut. Mann. Das ist übel. Ja, ich bleib in der Leitung, bis Hilfe kommt. Oh Mann. Ey, wir können mit ihm reden. Hey Mann, kannst du mich hören? Anscheinend nicht. Sieh da, bitte! Verdammt! Hey, du! Hey, hörst du mich? Komm zurück! Geh auf das Licht zu. Ziel erfüllt. Ja, ist noch nicht lange her, wo wir gestorben sind.
Ich habe noch nie einen Toten gesehen. Tja, für alles gibt's ein erstes Mal. 7 Schüsse zieren jetzt unseren Körper. Nichts tun? Mann. So, ich denke mal, wir sollen jetzt dem Mädchen hinterher. Ein Krankenwagen wird bald hier sein. Der bringt uns auch nichts mehr. Ein Geist kann durch Objekte der realen Welt gehen. Okay. Was war das denn jetzt? Na, gehen wir mal durch. Yeah, wir hinterlassen eine Spur. Jawohl, jetzt sind wir schon 2-mal durchgegangen. Und? Ach, das sieht doch hübsch aus, oder? Mir gefällt's. So, jetzt bleiben wir hier mal ernst bei dem Spiel. Wir sind gerade gestorben. Und wir folgen einem Geistermädchen. Das ist immer gut. Die teleportiert sich darüber. Warte mal. Warte doch. Also, okay, L2 ist Rennen. Was soll denn das jetzt? Was haben wir hier hinten noch? Können wir da rein? Ich glaube nicht, oder? Was ist da überhaupt drin? Da ist ein Teddybär in einem Topf. Interessant. Gut. Okay. Durch den Kachen können wir anscheinend nicht. Aber hier kommen wir durch. Hey, warum bist du weggerannt? Es wird langweilig, den neuen Ratschläge zu geben. Nimm's nicht persönlich. Durch Wände rennen, Dinge erscheinen lassen, sieht aus, als wärst du schon eine Weile hier. Du musst wissen, wie dieser Ort funktioniert. Funktioniert? Dieser Ort ist nicht schwer zu verstehen. Wenn du deine Gaben erkennst, wirst du hier nicht lange festsitzen müssen. Oh, 2 Antwortmöglichkeiten. Viereck, was meinst du mit Gaben? Kreis, wie... Was willst du Ja, wissen? Warte doch kurz. Ich muss ja erstmal wissen, was ich fragen möchte. Wie konnte ich hier eingeschlossen werden? Ich dachte, du wolltest nicht was Ja, fragen. Hetz mich nicht. Wir machen das erstmal mit den Gaben. Viereck. Was meinst du mit Gaben? Deine Stärken im Leben steigern sich im Tod. Hier werden sie zu Kräften. Einige Kräfte sind einzigartig, einige verbreitet. Besitz ergreifen, Leute beeinflussen, schwächere Geisterobjekte so manipulieren, dass sie erscheinen oder verschwinden. Stärken werden zu Kräften. Warum kann ich nicht durch alles hindurchgehen? Ja, das wäre interessant. Mich hat gerade eine Tür getroffen, aber durch andere Sachen kann ich gehen. Was ist los mit diesem Ort? Ich dachte, ich kann durch alles laufen. Wir können keine Gebäude betreten, die von den Bewohnern Salems gesegnet wurden. Außer durch eine Öffnung. Eine offene Tür oder ein Fenster. Wenn wir aber einmal drin sind, halten uns Wände und Türen nicht mehr auf. Die Geisterobjekte, durch die wir nicht hindurch können, erkennst du an ihrem blauen Schein. Mit der Zeit wird dir alles logisch erscheinen. Okay, der Kachen hat einen blauen Schein um sich. Wie konnte ich hier eingeschlossen werden? Sei nicht schüchtern. Frag mich, was du willst. Nochmal schüchtern. Trau mich nicht. Schüchtern. Na komm. Wer bist du? Du scheinst schon eine Weile hier zu sein. Ich? Ich bin bloß jemand wie du. Aber bedenke meine Worte, das hier ist kein Spielplatz. Du kannst dir deine Zukunft nehmen oder andere tun es für dich. Habe ich da gerade Flammen um sie gesehen? Wie kann ich mir meine eigene Zukunft nehmen? Was ist los? Hast du deine Zunge verschluckt? Werd nicht frech. Wer sind diese anderen? Na, wir machen erstmal das mit der eigenen Zukunft. Tut mir leid. Ich verstehe nicht, wovon du sprichst. Wie kann ich mir meine eigene Zukunft nehmen? Du bist hier, um etwas zu klären. Klärst du es nicht, kannst du nicht weg. Keine Sorge, das passiert recht oft. Oft? Das ist verrückt. Wer sind diese anderen? Ach da, Informationen. Hinweise. Alle im Rahmen der Ermittlung entdeckten Hinweise werden hier gesammelt. Sieh öfter mal rein, um dich an Informationen zu hinweisen und ihre Fundorte zu erinnern. Wenn ich nicht kläre, was noch ungeklärt ist, bin ich vielleicht hier gefangen. Für immer. So. Ich dachte, du wolltest mich was ja, fragen. Ja, einen Moment. Wer sind diese anderen? Was meinst du, andere können meine Zukunft stehlen? Dämonen. Sie waren einst wie wir, haben sich aber selbst verloren. Sie sind für immer hier gefangen und existieren ausschließlich, um jene zu verzehren, die hier verweilen. Solche wie uns.
Verstanden. Dämonische Bedrohung. Wenn ich nicht aufpasse, verzehrt mich ein Dämon. Gute Erkenntnis. Also muss ich herausfinden, wer mich umgebracht hat und ihn aufhalten. So komme ich hier weg. Nun, viel Glück dabei. Warte, warte, ich muss noch mehr wissen. Heilige Scheiße! Sei vorsichtig da draußen. Wer weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert. Seltsam. Ja, Ziel erfüllt. Nicht geklärte Sachen, Informationen. Der Typ hat mich kaltblütig erschossen. Ist er meine ungeklärte Sache? Das liegt sehr nahe, dass er die ungeklärte Sache ist. Allerdings ist es wieder zu naheliegend. Ich denke mal, da wird noch irgendwie was anderes sein. Aber das finden wir dann eigentlich nur heraus, indem wir das einfach spielen. So, können wir jetzt hier hinten lang? Okay. Das ist gruselig da hinten. Naja, wir sind halt ein Geist, ne? Drei Kitties. Hallo? Alle drei verschwinden. Wo sind die denn jetzt hin? Sind die hier rübergegangen? Die Tür hat Angst. Das Fass auch. Entfernen. Okay. Das hat schon mal gut funktioniert. Was hat uns das jetzt gebracht? Da sind ein paar Kerzen, die abgebrannt sind. Können wir jetzt hier durch? Nee, da können wir nicht durch. Können wir hier durch? Nee, da können wir auch nicht durch. Können wir hier durch? Nee, können wir auch nicht durch. Naja, wir haben das jetzt jedenfalls erstmal entfernt. Was ist das? Ah, das können wir auch entfernen. Müssen wir es von drin machen oder können wir es auch von... Krass. Können wir hier rein? Nö, können wir nicht. Stadt. Nee, ich möchte nochmal kurz zurück. Was war denn das jetzt mit den Mädels da? Wo sind denn die jetzt hin? Sind die jetzt hier rein? Kann ich das auch entfernen? Ja. Hier ist auch nichts. Das können wir entfernen. Nee, ich will immer noch nicht in die Stadt. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Wo bin ich? Huhu. Aber die Mädels sind jetzt weg, wa? Okay. Dann werden wir wohl in die Stadt müssen. Gehen wir einfach mal. Stadt betreten. Wir finden die ja jetzt nicht, von daher. Die eigene Leiche auf der Straße liegen sehen. Es ist, als blicke man in einen Spiegel, den man nicht sehen will, aber man kann sich nicht abwenden. Und dann fällt einem auf, man weiß nicht, welches echt und welches das Spiegelbild ist. Großartige Idee, Baxter. Mit Beweisen herumhantieren. Verstärkung! Wer braucht Verstärkung? Hm. Hätte es nicht versuchen sollen, zu uns zu gehören. Mann! Du warst ein echt dämlicher Hurensohn. Sir? Hey, Baxter! Hey! Hey! Mach einfach weiter mit den Zeugenaussagen. Mach schon. Klar. Ich bin hier der Dumme. Das ist nicht Ihr Tatort, Lieutenant. Also, erweisen Sie ihm die letzte Ehre und dann gehen Sie bitte. Ja.
Es mag nicht mein Tatort sein, aber es ist mein Fall. Es wird morgen mein Fall sein und am Tag danach. Bis wir ihn erwischen. Das sollten Sie sich gut merken, Sergeant. Ich folge nur den Anweisungen des Captains. Sie kennen die Prozedur, wenn ein Familienmitglied... Gut, okay. Lassen Sie sich ruhig Zeit, Lieutenant. Ich weiß nicht, wie oft ich mir gewünscht habe, du wärst tot. Tu mir einen Gefallen, Conman. Sag Julia, dass ich sie vermisse. Das weiß sie, Rex. Das weiß sie. Ich muss die Fährte meines Mörders aufnehmen, bevor sie kalt wird. Okay, finde die Spur des Mörders. Ich muss hier alles untersuchen, um vielleicht etwas Neues herauszufinden. Das würde ich dann allerdings in der nächsten Folge machen. Jetzt haben wir noch mal ein paar Personen kennengelernt. Unter anderem jetzt gerade Rex. Familie, klar. Ich nehme mal stark an, dass es unser Schwager ist. Ich dachte erst, dass es vielleicht unser Bruder ist, aber wahrscheinlich der Schwager. Wenn wir Julia, unsere Frau, von ihm grüßen sollen. Und dann diesen Arsch von Baxter. Baxter hieß der, glaube ich, oder? Der nicht gerade sehr ehrenvoll mit uns umgegangen ist. Mag sein, egal wie man sich doch versteht im Leben, wenn da jemand tot ist. Naja, okay. Wie gesagt, in der nächsten Folge schauen wir uns mal diesen Tatort genauer an, damit wir eine Spur zu unserem Mörder finden. Jetzt danke ich euch erstmal, dass ihr eingeschaltet habt und dann bis zum nächsten Mal.